Yo, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon die Goldene Edition. Oh, wer ist denn hier? Warst du schon beim Picknicken? Das macht großen Spaß. Wer bist denn du? Picknickerin Marika möchte kämpfen. Picknickerin Marika schickt Hubbelhof in den Kampf. Hubbelhof Hubert. Alles klar, Magnus. Und Zornklingen bitte einmal. Boom. Hubbelhof benutzt Stachelspoche. Nein. Magnus ist paralysiert. Das ist blöd. Oh, und jetzt noch langsamer gemacht. Bedeutend langsamer. Magnus Init sinkt stark. Dankeschön. Magnus ist weiter paralysiert. Sternschauer. Ach du Scheiße. Jetzt werden wir hier... Jetzt kommen hier die Tactics bei der Computer... Alter, was ist denn hier los? Leute, macht doch mal hin. Magnus Init sinkt stark und Magnus benutzt Sternschauer. Und boom, das war's auch schon. Perfekt. Und Picknickerin Marika benutzt Hubbelhof und wir wechseln das Pokémon, bevor ich noch einen Anfall bekomme. So, und schickt Hubbelhof in den Kampf. Hubbelhof! Sehr schön. Schnappofatius. Ice Heap. Und dann war es das auch schon mit dir, Hubert. Hubbelhof wurde besiegt. Oh. Und Schnappi erreicht Level 43, so wie es sein soll. Picknickerin Marika wurde besiegt. Ah, oh. Tja. So, und wir sind jetzt am Kraftwerk angekommen. Halt. Falsch, Domi. Falsch, das Kraftwerk ist unten drunter. Kommen wir da eigentlich auch so hin? Das wird ein Schaden. Nee. Wir müssen wirklich mit dem Pokémon Center. Oh yeah. 2, 3, 4, 5 und 6. Bam, bam, schwimmel, bumm. Ah, oh, danke, deine Pokémon sind wieder top fit. Da kommen wir jederzeit wieder vorbei. Schwimm, bam, bum, bam. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13, 14. Die See ist ruhig, möchtest du Surfer einsetzen? Aber na klar, Schnappi benutzt Surfer und wir... Oh, was eine Mucke. Dum. Ein Goldini. Goldini. Level 10. Magnus, renn weg, den packen wir nicht, den Gegner. Bis dem Kommen. Oh, wer kommt jetzt hier? Golking. Level 10. Level 15. Okay. Level 15, ein Golking. Flucht. Wir fliehen. Sehr schön. Wow, okay. Eben kriegen wir aber die Encounter. Ein Electek. Oh, interessant. Weißt du was? Du kommst ins Team. Meisterball los! Dass wir den Ball auch noch werfen. Boom! Toll, Electek wurde gefangen. Perfekt. Für Electek wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Elektrizität bedeckt seinen Körper und er strahlt es in einem blaulichen Ton. Möchtest du Electek einen Spitznamen geben, ja? Und wir nennen ihn... Larus. Larus wurde auf Bills PC übertragen. Mega gut. Perfekt. So, willkommen im Kraftwerk. Wo ist denn hier jemand? Ein Ansprechpartner oder so. Gibt's hier jemanden? Hallo. Stopp hier unten der. Guten Tag. Ich werde ihm nie verzeihen. Wer wagt das, meinen Generator zu demolieren? Ich habe so lange daran gearbeitet. Wenn ich den erwische, dann lernt er meine Blitzkanone kennen. Okay. Dann fragen wir doch mal hier, was ist denn hier passiert? Der Direktor des Kraftwerks sitzt da vorne. Seit jemand den Generator demolierte, ist er traurig und wütend zugleich. Der Magnetzug verbraucht viel Energie. Ohne den neuen Generator fährt er nicht. Okay. Ein wichtiges Teil des Generators wurde von einem Dieb entwendet. Ohne dieses Teil funktioniert der neue Generator nicht. Okay.
Das Kraftwerk wurde vor langer Zeit stillgelegt. Wir haben es wieder in Betrieb genommen und versorgen den Magnetzug mit Energie. Oh, was ist denn hier los? Ich habe Nachrichten aus Azuria City. Eine zwielichtige Figur treibt sich dort in der Umgebung herum. Kann ich mit deiner Unterstützung rechnen? Was? Azuria City? Zwielichtige Person? Alles klar, los geht's. Genau, wir müssen nämlich jetzt das Event triggern. So, dann nehmen wir doch Lars dann gleich noch mit. Vielleicht kann der ja auf Feuer schlagen, das wäre ja mega gut. Das heißt, wir benutzen dann den EEP-Teiler. Dass dann Lars auch relativ schnell mitlevelt. Larus meine ich, nicht Lars. Wie komme ich auf Lars? Larus. Larus Lapuli oder Lazuli. So. Rimmel, bumble, 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 bum, bum. Domino in das Gras! Ein Habitak. Pow, pow. Habitak. Magnus. Da haben wir auch endlich was gegen Wasser-Pokémon. Ist ja perfekto. Schwumbel, bumble, bim, bum, schwimm, bim, schwimbel, bumble, bum. Bevor wir da jetzt noch ewig rummachen. Linux, schalte den PC ein. Alles klar. So, wir legen aber noch ein Pokémon ab, weil wir brauchen ja noch kurz Schlingel. Und da würde ich sagen, wir legen mal noch... Magnus, du gehst mal kurz auf die Box, nur ganz kurz. Und Larus nehmen wir mit. Perfekt. Larus, sehr schön. Larus, was kannst du überhaupt für Attacken? Larus, was hast du denn da für Attacke? Larus. Ruckzuckieb, Silberblick, Donnerschlag und Lichtschilder. Sie hat schon Donnerschlag. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Schwummel, Bammel, Bumm. So, das heißt, du kriegst noch, wenn du es kannst, Feuerschlag. Das wäre mega cool. Komm, Elektrik, kannst Feuerschlag werden? Ja! Larus versucht, Feuerschlag zu erlernen. Aber Larus kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine Attacke zugunsten von Feuerschlag vergessen werden? Jawohl. Welche Attacke soll denn vergessen werden? Würde ich sagen, bitte mal ein Silberblick. Perfekt. Und Larus erlernt Feuerschlag. Super. Gucken wir mal, was der dann noch so erlernt. Halt, der kriegst aber auch jetzt noch den EP-Teiler an. Dass du jetzt noch schön mitlevelst. Oh mein Gott. Bimbel, bumble, bum. Sehr schön. So, und weiter geht's. Bam, bumble, 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 rimbel, dim, 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 dam, dum. Oh, wer bist denn du? Oh, ich verrate dir ein Geheimnis, aber zuerst müssen wir kämpfen. Hey, 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 hey. Was ist denn jetzt hier los? Wanderer Bernward möchte kämpfen. Wanderer Bernward, schick Diktri in den Kampf. Diktri. Los, Schnappi. Alles klar, Schnappi. Icy, bitte. Müsste down sein. Und die Attacke ist sehr effektiv. Diktri wurde besiegt. Schnappi kriegt 553 Erfahrungspunkte und Larus auch. Wanderer Bernward setzt Onix ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein, möchte ich nicht. Alles klar. Und dann bitte gerade nochmal ein Eishieb. Perfekt. Und Schnappi kriegt wieder ein bisschen Erfahrungspunkte und Larus erreicht Level 18. Wanderer Bernward wurde besiegt. Oh Mist, ich hab verloren. Sehr schön. Dass wir dich fertig gemacht haben. Jetzt muss ich mal gucken, wie geht das hier eigentlich weiter. Upp. Halt, wir müssen hier so. Oh, hier ist noch jemand. Guten Tag. Hey, du Lump, wirf dein Müll nicht hier hin. Hä? Ich komm doch gerade von hier. Camper Karl möchte kämpfen. Camper Karl schickt Diktri in den Kampf. 32, alles klar. Schnappi. Schnappofatius. Icy. So. Wunderschön. Und Larus kriegt wieder 520 Erfahrungspunkte. Camper Karl setzt Razaf ein. Ach, da bleiben wir drin, komm. Was soll der Geiz? Schlitzer. Down. Würde ich mal schwer behaupten. Oh.
Mit einem KP hat er überlebt. Das gibt's ja nicht. Schlitzer! Das hatten wir schon lange jetzt nicht mehr. Und Larus kriegt 459 Erfahrungspunkte und Chemical setzt Quappo ein. Alles klar. Und für Quappo, wen nehmen wir da rein? Helmutina. Chemical schickt Quappo in den Kampf. Quappo. Level 29. Alles klar, los Helmutine. Und die Helmutine macht jetzt mit Psychokinese sofort Quappo fertig. Und dann wäre es das auch schon gewesen. Boom. Perfekt. Und Quappo wurde besiegt. Und Larus erreicht Level 19. Sehr gut. Und Kemperkal wurde besiegt. Oh, ich wollte nur klarstellen, dass... Tja... Gar nichts wolltest du machen. Du kannst den Zerschneider hier einsetzen. Möchtest du den Zerschneider hier einsetzen? Aber natürlich. Wo wir setzen jetzt den Zerschneider hier ein. Ich überleg mir sogar, weil wir jetzt ja den Larus dabei haben. Ich glaube, der kann sogar schon kämpfen, wenn wir in der Pokémon auf 27 oder so sind. Was er Pokémon? Glaube ich jetzt nicht, dass wir da irgendwie Probleme kriegen sollten. Schlingel. Tschüss. Mitnehmen. Einmal bitte Magnus. Perfekt. Ich überlege gerade, ob ich jemandem einfach Zerschneider beibringe. Dass wir jetzt hier nicht ewig immer dann... Ich guck mal kurz. Vielleicht kann ich ja jemandem Zerschneider beibringen, wo eine Attacke jetzt mal nicht ganz so wichtig ist, sag ich mal. So. Aaron, Magnus kann es erlernen. Aaron und Schnappi. Das war's, dann kriegt Schnappi, Schnappi hat Erdbeben. Soll eine Attacke von Zerschneider vergessen werden? Jawohl. Welche Attacke soll denn vergessen werden? Und bitte Schlitzer. Wann benutzt man Schlitzer? Eigentlich nur immer aus Jux und Dollerei. So, perfekt. Jetzt brauchen wir auch Schlingel nicht mehr. Ah, es formt sich doch alles. So, was ist denn hier los? Hä? Ups, tut ja nicht mir leid. Du bist nicht verletzt, okay? Ich bin schwer beschäftigt. Nicht Zeit für Reden. Nicht gut, wenn ich gesehen werde. Hä? Oh nein, du hast mich ja schon gesehen. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Hey du, vergess, was du mich gesehen hast, okay? Tschüss. Wer bist denn du? Genau, der hat nämlich jetzt, glaube ich, die Spule versteckt. Ich glaube, die Spule ist hier. Jawohl. Perfekt. Steckt Spule in die Basis-Item-Tasche. Genau, wir müssen nämlich dann gleich nochmal zurück. Aber... Wir laufen... Ich glaube, wenn wir den jetzt nämlich hier oben besiegen, sagt er das uns nämlich jetzt, dass er da die Spule drin versteckt hat. Auf der... Ich glaube, der ist oberhalb von der Nugget-Brücke. Da ist er ja. Schon einen Moment. Schnappi. Status. Bechtold. Dich trainieren wir mal noch ein bisschen hier. Hey, Kleiner. Ich sein von Team Rocket. Sein aus fremde Land. Trainer 1. Ich sein. Geglaubt, wenn nix Energie mehr, mache viel Panik bei Leute. Geheim, mein Auftrag sein, ich dir nix verraten. Doch wenn mich besiegen, ich sein lieb und dir verraten Geheimnis. Du Kind, kämpfen und kämpf tot. Rock Dribble möchte kämpfen, Rock Dribble schickt den Golbat in den Kampf. Level 30. Das könnten wir mal eigentlich ausprobieren. Ach, Flarus, du bist jetzt mal dran. Golbat kann, glaube ich, nicht viele gute Attacken. Das dürfte uns nicht killen. Ja, wollte schon gerade eben sagen. So, jetzt machen wir mal Donnerschlag hoch. Wenn wir jetzt nicht zurückschrecken. Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Larus. So, aufkommen, Larus. Jetzt aber Donnerschlag. Okay. Wenn er tauschen wir aus, wenn der jetzt nicht treffen sollte. Larus ist verwirrt. Larus ist verwirrt, jawohl. Und Larus benutzt Donnerschlag. Perfekt. Mars zieht doch schon einiges ab. Alles klar. Bechtold, du bist wieder dran. Bechtold. Bechtold. Bis, alles klar. Bis und Kaskada. Tschüss, Golbat.
Bestolt kriegt 270 Erfahrungspunkte, Larus kriegt auch 270 Erfahrungspunkte und nochmal 546 und Level 20. Rock Drübel wurde besiegt. Nein, glaub nicht, ich kann. Stark, sehr du sein, ich nix Gegner für dich. Okay, verrat dir meine geheime Spule, gestohlen von mir. Versteck in Arena von Azalea City, Wasser sein, gute Versteck in Mitte von Arena, Wasser sein. Bub, du nicht vergessen nicht. Besiege dir werden Team Rocket werden kommen aus Johto, meine Freunde, rächen sie werden tun. Was du sagen? Team Rocket nix mehr gibt? Kaputt gemacht, du sagst. Oh nein, ich tun was, jetzt machen. Tja, da rennt er wohl weinend weg, der Kamerad. Und DDNX findet einen Trank. Yes! Genau, so. Hier haben wir noch ein paar Trainerkämpfe. Besiege alle 6 Trainer und du erhältst einen wunderbaren Preis. Glaubst du, du hast das Zeug dazu? Okay, vielleicht kriegen wir es ja in dem Part noch hin. Mal gucken. Schuljunge Flavio möchte kämpfen. Schuljunge Flavio schickt Myrabla in den Kampf. Myrabla. 35. Okay, Eissturm. Boom. Oh, 1 wieder. Jetzt, also jetzt haben wir es wieder. Jetzt haben wir es wieder, Leute. Und Eissturm bitte nochmal Bechtold. Batz. Das war's auch. Myrabla wurde besiegt. Bechtold kriegt 292 Erfahrungspunkte und Larus auch. Sehr schön. Schuljunge Flavio wurde besiegt. Ach, wow, gut gemacht. Ich bin Nummer 2. Jetzt wird es ernst. Tja. Ich glaube, die kriegen wir wirklich noch alle down. Oh, oh yeah. Göre Verena möchte kämpfen. Göre Verena schickt Knuddelhoff in den Kampf. Knuddelhoff. Alter, siehst du creepy aus. Los, Bechtold, Kaskade. Müsste down sein mit Step und 12 Level Unterschied. Perfekt. Und ein Crit beim Crit sowieso. Und Bechtold kriegt 346 Erfahrungspunkte. Und Bechtold erreicht Level 43. Und Larus kriegt auch wieder ein bisschen Erfahrungspunkte. Und Göre Verena schickt Granbull in den Kampf. Alles klar. Göre Verena schickt Granbull rein. Granbull! Bechtold benutzt Kaskade. Ah, Granbull könnte es überleben. Ja. Es überlebt und gar nicht mal. Ich hätte gedacht, es wäre wieder ein KP, aber wir haben ja ein Glück mit dem Pokémon zu one-shotten. Und Bechtold kriegt 648 Erfahrungspunkte und Larus auch. Und Larus erreicht Level 21 schon. Perfekto. Göre Verena wurde besiegt. Ah, wie konnte ich nur verlieren? So, der dritte. Ich bin Nummer 3, das wird nicht leicht. Bam, 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 bup, 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 bup. Schuljung Konrad möchte kämpfen. Schuljung Konrad schickt Tangela in den Kampf. Tangela. Los, Bechtold. Und bitte einen Eissturm hinterher. Bams. Das tut weh. Und Tangela ist besiegt. Bechtold kriegt 586 Erfahrungspunkte. Und Larus auch. Schuljung Konrad setzt Aquana ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein, danke. Schickt Aquana in den Kampf. Aquana, auch eins meiner Lieblings-Pokémon. Generell die ganzen Evoli-Entwicklungen. Sind alle cool. Babam. Und perfekt. So muss es sein. Aquana ist paralysiert. Und gerade nochmal bitte einen Feuer-Odem. Seedraking. Ich mein Bechtold. So. Sehr schön. Und dann machen wir nochmal ein Feuer-Odem. Das war's dann auch schon wieder mit diesem Trainer hier. Perfekt. Und Bechtold kriegt 693 Erfahrungspunkte. Und Larus auch. Und Larus erreicht schon Level 22. Entschuldigung, Konrad wurde besiegt. Oh, vermöbelt. Weiter geht es. Das war die 3. Oh. Der vierte. Bist du müde? Nö. Ich bin nicht müde. Bam, bam, bada, bam. Göre Adriane möchte kämpfen. Göre Adriane schickt Duflo in den Kampf. Alles klar. Und Bechtold, du bist dran. Eissturm bitte. Bechtold. Boom. Und Duflo wurde besiegt.
Perfekt. Varus Archlaus kriegt auch wieder schön viele Erfahrungspunkte und Göre Adriana setzt Tauboga ein. Und bei Tauboga können wir ruhig mal auf Larus einwechseln, weil die kann uns eigentlich nicht viel machen mit Tauboga. So, los Larus. Larus. Donnerschlag bitte, Larus. Oh, wir sind sogar schneller. Okay, interessant. Wow. Wirbelwind. Ah, okay, wir werden ausgewechselt. Na gut. Lass es ruhig geschehen, Larus. Lass ruhig Schnappi reinkommen. Alles gut, Schnappi, Schlitz, Zerschneider bitte. Au. Und jetzt Zerschneider. Down. Schnappi und Laus kriegt nochmal und nochmal Erfahrungspunkte. Ach, ist das Göre Adriana setzt Blubella ein. Möchte das Pokémon wechseln? Bei Blubella nehmen wir doch gerade nochmal Magnus. Göre Adriana schickt Blubella in den Kampf. Blubella! Oh, den Part überziehe ich auch wieder ein bisschen von der Dings her, aber ich denke mal, es wird noch alles im Rahmen sein, wenn wir die Trainer hier noch schnell machen. Sehr gut, Magnus. Dürfte eigentlich auch nicht viel abziehen. Wow. Und Peter Sternschauer. Perfektolino. Und Larus kriegt auch wieder ein bisschen. Und Larus erreicht schon Level 23. Perfekt. Göre Adriano wurde besiegt. Ach, auch ich hab verloren. Okay, Nummer 5. Ich zermalme dich. Dann kommt noch die Nummer 6. Und dann war's das für heute, Leute. Ba, 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 ba. Kemba Ansgar möchte kämpfen. Kemba Ansgar schickt Nidoking den Kampf. Okay, Fleff 34. Bechtold. Kaskade, bitte. Der Kampf dauert nicht lang. Perfekt. Bechtold erhält 706 Erfahrungspunkte und Larus kriegt auch wieder ein bisschen Erfahrungspunkte und Cam Barnska wurde besiegt. Zu stark. So, und jetzt kommt der letzte Trainer. Bab, bab, ich bin der Letzte, aber ich sagte, ich bin eine harte Nuss. Alles klar. Dann fahren wir wieder zurück zum Kraftwerk, geben die Spule ab. Göre Franziska möchte kämpfen. Göre Franziska schickt Paras in den Kampf. Ich glaube, da hole ich mir aber Schutz, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit im Gras kämpfen muss. Weil da kann man ja wirklich nicht trainieren auf unserem Level. Und, ja. Dann wäre es dann eigentlich, schon soweit. Ich glaube, dann ist auch die Misty in ihrer Arena da. Das heißt, dann können wir auch die Arena machen von Misty. Und dann geht's schon weiter. Dann können wir, glaube ich, uns dieses Zusatzmodul abholen in Lavandia. Und dann können wir eigentlich schon weiter nach Marmoria City. Und wenn wir das dann haben, geht's dann nochmals weiter Richtung Alabastia, dann Zinnoberinsel und dann zu Vertania City. Und dann war's das auch schon. Da haben alle 16 Orden. Parasek, alles klar. Nein, ich möchte dann nicht wechseln gegen den Parasek doch nicht. Parasek! Alles klar, auf Level 32 und Eissturm. Und das war's für dich. Natürlich nicht. Perfekt, wollte ich auch schon gerade sagen. Und Feuerodem. Und Bechtold kriegt auch wieder ein bisschen Erfahrungspunkte. Und Larus natürlich auch. Und Larus erreicht schon Level 24. Wie schnell groß sie werden. Göre Franziska wurde besiegt. Du machst Witze. Jetzt holen wir uns noch unseren Preis ab und dann war's das. Hä? Uff, 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 ich habe mit 6 Trainern nichts zu tun. Ich habe hier auf dich gewartet, um dich zu besiegen, da du nach all den Kämpfen müde sein musst. Was bist denn du für einer? Okay, besiegen wir den auch noch schnell. Streber Tilo möchte kämpfen. Streber Tilo schickt Porygon in den Kampf. Porygon! Alles klar, und wir benutzen Kaskade, um Porygon zu schaden. Beinahe. Und Porygon benutzt Triplette. Eine Normalattacke. Und das war's auch schon mit Porygon. Tschüss, Porygon. Und Bechtold 500 Erfahrungspunkte und Larus auch wieder. Und das war's auch schon. Streber Tilo wurde besiegt. Ah, bist du nicht müde? Nein, bin ich nicht. Ich habe gerade erst angefangen. Und wer bist du?
Du hast einen Kampf mehr bestritten, als du erwartet hast. Dennoch hast du gewonnen. Wie versprochen, hier ist der Preis. DDNX erhält das Nugget. Ah. Nachdem ich gesehen habe, dass du gekämpft hast, möchte ich sehen, wie es mir geht. Wie sieht's aus? Ich fordere dich heraus. Oh mein Gott, Leute, sorry. Und Astrainer. Astrainer Nico möchte kämpfen. Astrainer Nico schickt Rihorn in den Kampf. Okay, auf 38. Ui. Kaskade. Rihorn One-Shot. Das überlebt er nicht. Wollte ich auch gerade schon sagen. Das überlebt er nicht. So. Astrainer Nico setzt Shillock ein. Da bleiben wir auch bei dir, Bechtold. Wird schlauste sein. Feuerodem. Eisodem. Was schwätze ich denn da schon wieder für den Müll? Boom. Bisschen Biss. Ein bisschen Biss muss sein. Feuerodem. Und Shillock wurde auch besiegt. Perfektolino. Und Larus kriegt auch wieder ein bisschen Erfahrungspunkte. Und unser letztes Pokémon, gegen das wir heute kämpfen, in dem heutigen Part, ist Glutexo. Glutexo! Kaskade, bitte. Und das war's auch schon mit Glutexo. Und somit alles erledigt. Leute, wir haben's gepackt. Wir haben die Nuggetbrücke erledigt. Beziehungsweise die Trainer auf der Nuggetbrücke. Und Larus erreicht Level 25. Ist ja Wahnsinn. Larus versucht Sternschauer zu erlernen, aber Larus kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine Attacke zugunsten von Sternschauer vergessen werden? Aber natürlich, welche Attacke soll denn vergessen werden? Bitte Ruckzuckieb. Und Larus erlernt Sternschauer. Perfekt. Und das war's. Astrainer Nico wurde besiegt. Das war der beste Kampf meines Lebens. Dankeschön. Und ich hoffe... Oh, der Kampf war großartig. Du und deine Pokémon seid ein perfektes Team. Genau, Leute. Und wir sind auch ein perfektes Team und sehen uns im nächsten Part von Pokémon, die Goldene Edition, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.